grüße euch und habe die Ehre zum neuen Fanvlog Nummer 89. Heute am Montag, der. Was haben wir denn? Heute 8. oder 9. November? Irgendwie so. 9. Okay. So, es ist ja jetzt so: letzte Woche haben wir ja die ganze Zeit gebaut. Da ist jetzt landwirtschaftlich mäßig ja nichts gegangen letzte Woche, gell? Und ja, Gott sei Dank auch, weil ja meine Helfer da waren und ich da halt richtig dabei bleiben habe, Kinder, gell? Aber jetzt ist es so, und gut, weil es letzte Woche ja auch ein wenig noch nass war und alles, ist ja auch schlecht mehr zum Fahren, also habe ich jetzt da noch nichts verpasst. Jetzt, die Woche hat er schön Wetter oder gut. Ja, und trocken, sagen wir mal so. Jetzt bin ich noch dran, meine ganze Arbeit von Dusa noch zu machen. Das, was jetzt so in der Außenwirtschaft noch zum Tun ist. Okay? Kiddies, wo winket. So, genau das. Ja, und jetzt fange ich mal an, heute am Montag, mit dem Schütten. Und zwar aufgerührt habe ich schon alles daheim. Das ist jetzt soweit flutterig und flüssig. Und jetzt fahre ich ein bisschen. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das schon sieht. Habe ich jetzt dahinter ein Schleppschlauchfass hinter hängen. Ein kleines 6000er Streumix mit einem 9 Meter Schleppschlauch. Oder Schleppschlauch, nein, Schleppschlauch ist nicht da, der hat schon so ein Schlitzding irgendwie nicht da. Nein, ich weiß nicht, wie das heißt, das ist klar. Gell? Genau, mit dem fahre ich heute. Und zwar ist das auch, ja, ich weiß jetzt nicht, wie man da sagt, ist das meine Maschine oder nicht? Doch, eigentlich schon, oder? Und auch wieder nicht. Das ist so, dass das ja, die Maschine gehört uns. Fast alle, ja, fast alle Bauer hier im Tal da herinnen. Vom kleinsten 10-Kuh-Betrieb bis zum größeren mit 70 oder so. Und wir haben das da mal zusammen gekauft. Aus diversen Gründen und unter anderem als Grund, auch einfach mal so diese Schleppschlauchtechnik da zum Testen und zum Ausprobieren. Und weil ja in. Was haben wir jetzt gesehen? In 4 Jahren, oder? Also 2025, ist es ja nicht mehr erlaubt, mit Prallteller oder mit sonst welche Verteilungen zum Schaffen, sondern man muss die Gülle Boden ausbringen. Glücklich ist bei uns da heroben niemand damit, ja, weil das einfach. Die meisten finden es eigentlich einen Kack. Und ich bin auch kein Freund von der Sache. Also, ich mag das Fass. Hin und vorne da. Ich weiß jetzt nicht, warum ich mag es nicht. Aber jetzt fahre ich doch einmal wieder. Jetzt werde ich heute einmal den ganzen Tag fahren und mal schauen. Vielleicht kann ich mich mit der Technik jetzt doch besser anfreunden. Und darum schauen wir einmal. Okay? Und da könnt ihr jetzt noch mitfahren und dann werde ich ein bisschen, ja, ein bisschen dazu erzählen, was da Burschen, okay? Wie es läuft und so weiter. Normalerweise müsste es schon laufen. Ja. Jetzt werden sich vielleicht einige fragen, warum man 6000 erfasst. Das ist ja ein kleines Spielzeug. Ja, ist es. Das, ja, da waren einfach größere Betriebe dabei, die haben gesagt, ein großes Fass haben wir schon. Wenn, dann wollen wir ein kleineres Fass, wo man irgendwo auch in die feuchten Felder reinfahren kann, oder? Weil feuchte Felder gibt es bei uns nur. Ja, die kleinere Bauern, so wie ich jetzt eher bin, der hätte jetzt eher, sagen wir mal, für meinen Traktor wäre ein 8er zum Beispiel ideal, oder? Das müsst ihr eigentlich nur packen, so auf der Ebene, gell? Gerade so. Ein Buckel brauchst du nicht anfahren, da krebst du dann rum wie nichts, aber so auf der Ebene wäre das schon gegangen, gell? Ja, ist jetzt. Jetzt ist es halt ein 6er geworden. Mittlerweile maulen die großen Bauern, das ist das Gleiche, gell? Die wollen nicht mehr fahren damit, weil, ja, die mit ihren großen Fässern natürlich viel mehr rausbringen, das ist ja eh klar, gell? Naja, es ist, wie man es macht, ist nichts. Und eben so einen Haufen Bauern unter einen Hut zu bringen, das haut nicht hin. Weil die einfach die Betriebe zu unterschiedlich sind. Gell? Und das, aber gut, es läuft einmal so und man wird so einmal weiterwurschteln die nächste Zeit und dann wird passieren.
Weil wenn das so ist, dass in 4 Jahren dieses wirklich, auch bei uns jetzt wirklich am Hang und so weiter und überall verpflichtend wird, dann haben wir ein Problem, weil überall sind da wie sowas finanzieren soll. So ein Fass, wie das dahinter kostet, das hat brutto, glaube ich, 60.000 Euro kostet. So ein kleines Mischvieh dahinter jetzt. Ha? Nur zum Scheiße mal anfahren. Ich sag mal, wir haben alle Tassen am Schaden. Aber gut, die Leute oder die Bauern werden es brauchen und die Hersteller können verlangen lassen, wenn sie können machen lassen. Ja. Also es ist ja, es ist echt noch, es wird noch ein lustiges Spiel bis danach. Aber jetzt ist genug gejammert, jetzt tun wir auch erst einmal fahren. Also würde ich sagen, jetzt gleich daheim und schauen wir mal, ob ich mit dem Bock dahinter zurechtkomme. Ob wir mal vielleicht doch Freunde werden oder nicht. Schauen wir mal. Wenn es recht wird, dann halt vielleicht, ja. Und sonst halt nicht. So, also jetzt machen wir mal aus damit.
Burghalla. Jetzt ist Dienstag, Nachmittag, Abend, auf der Abend nach. Was haben wir denn? Ja, gleich Viertel auf vier. Jetzt bin ich fertig für die Ding. Jetzt heute bin ich jetzt zwei Tage gefahren. Aber auch die ganze Zeit, ja, jetzt mal so von halb elf weg bis jetzt um die Zeit. Und jetzt habe ich es wieder zurückgebracht zu dem Hof, wo das betreut oder halt da danach schaut. Ja, und jetzt bin ich 37 Fuhrer gefahren, 37 Ball. Gut, das ist jetzt so viel, weil ich das meiste daheim umeinander war. Und bei anderen Feldern bin ich auch noch ein bisschen was gefahren. So am Bach entlang, da wo man mit dem, weil man mit dem Schleppschlauch darf man ja näher an Gewässern nachfahren als wir so. Das ist halt dann doch ganz praktisch so. Gell? Das habe ich noch gemacht, also so viel. Und habe aber noch nicht alles draußen. Der Rest werde ich wahrscheinlich morgen noch raus tun, aber wieder mit dem normalen, mit meinem Fass. Weil da muss ich noch vor dem Haus an der Buckel nachfahren. Da komme ich mit dem gar nicht mehr zu fahren, weil es einfach von Haus aus nochmal 2,5 Tonnen schwerer ist. Gell? Das geht nochmal. Weil es aber jetzt schon einfach der Boden ist feucht und da oben am Hang, da kommt fast keine Sonne mehr nach. Das ist schmierig und rutschig. Da bin ich gespannt, wie es mit dem einen noch geht. Das könnte unter Umständen auch noch ganz lustig werden. Gell? Jo, so war das jetzt. Was wollte ich noch sagen? Will. Ja, gut. Ich habe mich jetzt nach dem Fahrer doch ein bisschen mit dem anderen Fass jetzt angefreundet. Also, oder mit der Verteilung. Also, das hat eigentlich ja bis auf einmal alles tadellos hingehauen. Beim anderen Mal ist hinter, da ist doch so ein, also bevor die Gülle aus dem Fass rauskommt und in diese Schläuche reinkommt, ist nur so ein, ja, so ein Motor drin, der wo noch so. Grobsache, was halt so kommt, zerhäckselt, oder wenn jetzt da Holzstickel kommen oder was weiß ich, irgendwie Zeug, das haut der in der Häcksler rein und dass das halt durch die Rohre doch geht, oder? Und da hat es mir zweimal ein bisschen geärgert, weil da irgendwas drin war und habe noch einmal aufgeschraubt und Ding und da ist ein paar so Holzbrocken rausgekommen, hat die raus und dann ist es wieder gegangen. Also, das ist ganz normal, das ist okay. Ja, also. Ich muss jetzt sagen, doch, diesmal bin ich eigentlich ganz gut zurechtgekommen und es war gut. Und mein, wie es natürlich neu wächst, sowas, gell, aber mein, das ist eine andere Sache. Gell, aber das schauen wir uns vielleicht am nächsten Jahr wieder an. Kann man so sehr, wie es über den Winter war und ist, ob das was, ob es neu gewachsen ist, gescheit oder und irgendwas, aber das sehen wir dann. Aber die Fahrerei war ganz ordentlich. Und es ist irgendwie verwunderlich, obwohl das Ding ja eigentlich doch 2,5 Tonnen schwerer ist wie meiner, wenn ich voll habe, macht man in der Wiese dann auch, also gefühlt weniger Motordruck irgendwie. Weil dahinter, da sind halt, das ist damals Ui-Achs, gell? Und, aber da sind 750er Räufer drauf und das ist schon ganz ordentlich, gell? Das ist schon ein breites Ding, gell? Also so ein relativ kleines Fass, gell? Ja. Das ist auch noch zu sagen, ja. Aber sonst, ja, wie gesagt, war gut diesmal, ja. War zufrieden. Ja. So, jetzt fahren wir heim. Jetzt muss ich noch eine Siloballe holen. Ihr wisst ja, ich habe ja da an eurem Fall ja die nasse Siloballe liegen, oder? Die, wo wir da beim letzten Mal noch gemacht haben, wo es neu geregnet hat, oder weiß. Oder an einer anderen Stelle, wo ich auch schon Schnitzeloballe gemacht habe, da liegen auch noch welche. Und da hole ich immer abwechselnd welche von da, dass ich die nasse und da die trockene und sowas zum Fräsen kriege. Die jetzt noch. Solange es noch so schön Wetter ist, fahre ich da immer noch und hole die. Okay. Genau, das ist jetzt heute und danach geht es in den Stall und zwischendrin geht es noch einen Kaffee trinken schnell und nachher, ja, da ist der Tag heute auch wieder gelaufen. Okay. Also gut, dann werde ich wahrscheinlich morgen wieder kurz anmachen. Okay? Also dann, schlafen wohl, bis dann. Say it ain't so.
Donnerstag tue ich jetzt noch ein bisschen beschitten, wie ich schon gesagt habe, oder? Hier ist in der Mischbreite halt noch ein bisschen beschitten. Und zwar hier am Buckel. Ja. Ich habe halt viel sehr mit Sonne, oder? Und mit meinen dreckigen Scheiben und so weiter, aber da sehen wir da jetzt. Ich bin da ein bisschen dann aufgefahren. Es ist dann auf noch gerade so gegangen. Ich habe da alles so eine Stelle, wo ich fahre, ja, es ist ein bisschen ein Absatznumm, halt, wo es ein bisschen steiler Numm ist. Und da haben die Kühe alles versprungen. Jetzt muss ich das gerade schon ausmachen. Da haben die Kühe alles versprungen und da ist der pure Lehm rausgekommen, oder?
Und da habe ich natürlich gerade an der steilsten Stelle durch den Lehm fahren müssen und ein Dreckbarz rausgezogen auf die Straße und im Feld alles voller Lehm und Zeug mehr. Und Scheiße halt. Der Dreck, ein bisschen Drecklerei halt. Aber mei, das gibt's halt, ja. Und jetzt um die Zeit ist es halt einfach der Trick, jetzt nochmal so gesagt, gescheit. Da schauen wir her, das haben wir noch. Aber ich glaube, ich habe jetzt bis noch zwei Fass habe ich jetzt noch drin. Ja, werde ich noch machen und dann ist gut. Vielleicht, wir dürfen ja bis Ende Monat noch, oder? Und dann kann es leicht sein, dass ich, wenn das Wetter bis Ende Monat oder so noch geht, dass ich da noch halt noch, was weiß ich, ein paar Fassen austue und da noch fertig mache. Und so, ja, noch zwei, drei Stellen, wo noch nichts nachgekommen ist, das passt nachher für das noch. Ja, soweit ist heute der Tag. Heute Nachmittag werde ich noch ein bisschen Tag abbauen noch und ja, mal schauen, vielleicht mache ich da noch. Obwohl, ich weiß auch nicht, ob das interessant ist. Interessant ist das da, für da steht Arbeit vom Morgen schon. Brücke Wagen, euer eigentlich jetzt vor, die Käfer dann da oben holen, an der Stelle, wo es wirklich lustig wird. Da kommt es noch auf, ob ich da überhaupt schon aufkomme, der Buckelgang. Aber das werden wir ja dann sehen. Okay. Jetzt tue ich erst einmal noch ein bisschen weiter beschitten, meine Dinge, und nachher schauen wir noch mal, wie es weitergeht. Gell? In diesem Sinne. So, jetzt am Freitag. Wie schon gesagt, im Waldhofer und hole die Bäume noch. Jetzt bin ich gerade auf dem Berg an diesem steilen Stück runter zum Fahren und es ist grenzwertig. Heieiei, nochmal. Es gibt Stellen drin, wo es ein bisschen weich ist, wo ein bisschen wenig Material auf dem Berg ist, wo griffig ist und alles. Heieiei. Also, ich bin jetzt, habe jetzt unter einmal. Ich fuhr jetzt gerade gehabt, aber bloß halb voll. Knapp halb voll sowas, bin hinaufgefahren, ist gerade so gegangen. Ja, und jetzt ist es halt so, ich mache halt jetzt halb voll, fahre rauf, leg's oben auf die Seite nach und fahre wieder runter und hol nochmal eine halbe Fuhr, fahre wieder rauf und lade dann da dazu noch. So wird es jetzt gehen, glaube ich, weil so müsste es normal gehen. Es ist schon Kehrigstein. Da wäre halt hinter ein Radantrieb, ein Anhänger wäre noch perfekt. Das wäre noch. Dann bräuchtest du gar keine Gedanken machen. Der schiebt es dann schon auf. Gell? Aber so ist es schon. Huiuiui. Also mir ist es gerade schon ein bisschen warm geworden, dann auffahren. Wo er dann einmal geschert hat und. Ja. Aber gut, es ist gegangen. Gell? So, jetzt sind wir wieder da runter an dem Haufen, wo ich ja schon beim letzten Mal war, oder? Da ist noch so ein Hackhaufen da und dann ist noch vom Besitzer noch ein übriges Holz, wo der jetzt eben morgen auch noch holen will. Und hat eben gemeint, wenn ich dann schon weg wäre, wäre es eigentlich ganz praktisch. Und darum bin ich jetzt heute noch am Fahren. Schaut her, und da ist jetzt dem sein Brennholz gelegen. Das war auch da, das habe ich jetzt gepackt und habe es da rumbeiget und habe etwas da nachbeiget, sodass ich da rückwärts zwischen rein an meine Bäume hinauffahren kann. Und mit dem Kran, ja, ich glaube, dass ich so alles verlange, was jetzt eigentlich ist. Also es hat einmal vorhin ganz gut funktioniert. Das einzige Blöde ist halt das, ich muss immer rauf, am Baum herziehen, runter den Baum abschneiden, weil die alle noch auf 10 oder auf 15 Meter abgelängert sind, oder? Und ich nehme ja bloß 4 bis 5 Meter mit und so weiter, oder? Und ja, dann ist es halt ein bisschen eine Hin- und Herrennerei, gell? Aber es geht, gell? So, und jetzt mache ich kurz aus und dann mache ich noch ein bisschen schneller. Genau. Machen wir es so.
hätte man früher unter einschneiden müssen. Gell? Ich weiß es schon. Bevor schon wieder gleich Kommentare kommen. Das ist aber so und so. So, jetzt laden wir die zwei noch auf und dann gehen wir. Letzte Fuhre. Ich hoffe, dass es geht, weil diesmal habe ich ein bisschen mehr noch geladen. Schauen wir einmal. Vorher habe ich ein bisschen geschert, ja. Mal schauen, wie es geht. Grenzwertig wäre. Das ist jetzt gerade so gegangen. Na gut, wir sind noch nicht oben, aber ja. Ja, wenn man da rauf fährt, ja, da wird es da schon ein bisschen warm. Ist immer wieder ein Erlebnis, sowas. So, naja. Letzte Fuhr, dort noch. Ja, aber er schert schon.
jetzt grenzwertig, wer was ich gelasse habe. Das ist schon fast eher dreiviertel voll gewesen. Puh, so. Gut. Also das war jetzt letzte Fuhre heute. Wenn man es zusammennimmt, ja, sind das jetzt drei leicht volle Fuhrer mehr, was ich jetzt da gehabt habe. Und was will ich noch sagen? Jetzt muss ich mal schnell rausspringen. Ich muss da noch ein bisschen vom Werk noch ein bisschen sauber machen. Bin gleich wieder da. So, jetzt geht's weiter. Ja, das sind jetzt drei Fuhrer mehr, so leicht volle Fuhrer. Das ist jetzt gegangen, ja, aber das dahinter rauf jetzt gerade noch, muss ich gerade noch mal sagen, es war jetzt gerade grenzwertig. Also, wenn ich da noch im Baum mehr reingelegt hätte, dann hätte er, glaube ich, sterben nicht. Aha. Wenn du dann am steilsten Stock irgendwo hängst, ist ein bisschen suboptimal. Okay. Aber gut, ist gegangen. Und ja, zu dem Vlog, ich denke, das war es jetzt für die Woche. Weil morgen Samstag, da haben wir bloß noch ein wenig, ja, habe ich daheim noch ein bisschen so eine kleinere Arbeit, ja, nichts Besonderes sind da und da brauche ich jetzt nicht extra filmen. Gell? Und ich denke, von der Zeit her, da sind wir ja auch schon wieder, weil irgendwo über meiner halben Stunde, wo ich eigentlich immer so plane, aber gut, was kannst du planen? Und jetzt mit Gewalt zurückschneiden oder zuschneiden tue ich jetzt auch nicht, dass alles irgendwie so abkackt und kurz ist oder so. Also ein bisschen was ändert ja sehr, oder? Einfach was man da macht und wie man es macht, und dann muss man natürlich ein bisschen was erzählen dazu, und ja, mein. Und so eine ganze Woche braucht halt einfach seine Zeit, oder? Ich mache keine zwei Vlogs, weil das ist mir dann zu viel Arbeit und zum, na, das nicht jetzt. Also einmal in der Woche so, wie man es hat, das ist ganz gut. Und so bringe ich es auch von der Zeit her ganz gut unter sowas, und ja, und darum mache ich das. Gell? Jo, also gut, dann würde ich sagen, dann war es das, wieder die Woche, und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wisst ihr, wie ihr durchkommt, wenn es euch gefallen hat, gell? Ja, und dann machen wir nächste Woche wieder, oder? Da geht es wieder weiter, in alter Frische, gell? Also gut, dann viert euch und abonniere, bis demnächst. Da melde ich mal, dass ich da rumschaue. Ah, da bin ich dann mal bei der Hinterinstage anschauen. Ja, mal noch auf der Gurtheitkolle Rickewage. Ja. Jetzt kommt's weiter. Ente!